Moin und Petri Heil. Vor ein paar Tagen habe ich im Bundestag zum Thema Kormoran gesprochen. Also Artenschutz ist nicht nur dann toll, wenn die Tiere also schöne Knopfaugen haben und Federn oder so. Das ist ein Vogel, ich würde sagen ein Problemvogel. Und viele werden jetzt fragen, okay Korte, was ist mit dir nicht richtig, warum beschäftigst du dich mit dem Kormoran? Ich will dazu heute etwas ausführlicher was sagen, denn bei 2 Minuten Redezeit... Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Der Herr Kollege. Kann man logischerweise nicht besonders viel rüberbringen. Und ich komme zu diesem Thema natürlich ein Stück weit, weil ich auch Angler bin. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, gibt es ein, sagen wir mal, leicht spannungsgeladenes Verhältnis zwischen dem Kormoran und dem Angeln oder der Binnenfischerei. Wir haben mittlerweile in Deutschland 120.000 Exemplare des Kormorans. Und dass es sie wieder gibt, ist gar nicht so schlecht, denn er war mal fast ausgestorben und durch viel Bestandsschutz, durch die Einführung in das Bundesnaturschutzgesetz, was bedeutet, man kann ihn nicht bejagen, ist diese Population explodiert. Und jetzt kommt aber ein Problem. Ein konkretes Beispiel. Der Aal ist ein mittlerweile vom Aussterben bedrohter Fisch, gerade auch hier in Europa, in den Fließgewässern, in den Binnengewässern, ist ein Wanderfisch, der kommt aus der Sargassosee, zieht der über den Atlantik mit dem Golfstrom, kommt dann in unsere Gewässer und Flüsse, bleibt dort viele Jahre, um sich dann wieder auf den Weg zurückzumachen. Und natürlich ist der Bestand des Aals vor allem zusammengebrochen wegen der Verbauung der Gewässer, wegen der Wasserkraftwerke, wo die im wahrsten Sinne des Wortes klein gehäckselt werden und vor allem wegen der Glasaalfischerei vor Europa. Aber auch der Kormoran hat einen großen Anteil am Rückgang des Aals, denn der Kormoran frisst ungefähr zwischen 300 und 500 Gramm Fisch pro Tag und er entnimmt nur bei dem Aal in Deutschland 340 Tonnen pro Jahr. Das ist in etwa so viel wie die deutsche Binnenfischerei. Und deswegen sagen wir, Artenschutz endet nicht an der Wasseroberfläche, sondern muss sich auch kümmern um den Bestand von Aal, Esche, Forellen und anderem mehr. Und das haben wir versucht schon 2011 mit einem Antrag zu machen, den wiederum haben die Plagiatsexperten von der CDU-CSU fast 1:1 abgeschrieben. Ich muss Ihnen sagen, also der Antrag, den Sie vorgelegt haben, der ist sehr gut. Wir werden diesem Antrag auch zustimmen. Und zwar aus folgendem Grund, das ist exakt der Antrag, den ich und meine Fraktion 2011 hier eingebracht habe. Das vielleicht nochmal, warum beschäftigen wir uns mit der ganzen Frage? Und dann will ich nochmal was sagen. Wir haben nochmal rausgefunden, was hat eigentlich die damalige Bundesregierung gemacht. Und damals war die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU, was übrigens nochmal zeigt, dass früher nun wirklich nicht alles besser gewesen ist. Und ich habe damals eine Anfrage gestellt, nämlich 2018. Welche Ergebnisse kann die in der vorletzten Legislaturperiode vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gegründete Arbeitsgruppe Kormoran vorweisen? Die Antwort der Ministerin, damals also Julia Klöckner, CDU, das im Beschluss der Agrarministerkonferenz vom 27. Oktober 2011 formulierte Ziel eines nationalen Kormoranmanagement auf Bundesebene mit Handlungspflichten der Länder ist verfassungsrechtlich, vor allem wegen der Zuständigkeit der Länder, nicht durchführbar. Also damals haben Sie auf unsere Anregung gesagt, das ist nicht durchführbar und jetzt bringen Sie genau denselben Antrag rein. Und man muss hier an eins mal wirklich konstatieren, dass wir dieses Überhandnehmen des Kormorans haben. Das ist übrigens so, es gibt eine Untersuchung über Thüringer Fließgewässer, die kommen zu dem Schluss, wenn im Winter ein Kormoranschwarm da einfällt, bleibt kein Fisch mehr übrig und deswegen muss man was machen. Nur die CDU-CSU hätte auf europäischer Ebene, von der Leyen ist die EU-Kommissionspräsidentin leider Gottes und die CDU stellte in den letzten Jahrzehnten fast ununterbrochen den Landwirtschaftsminister und sie haben nichts gemacht und stellen sich jetzt hier hin und machen einen auf dicke Hose. Das lassen wir ihnen nicht durchgehen. Sondern wir brauchen wirklich, wie man so schön sagt, ein Kormoran-Management. Das kann vieles bedeuten. Das muss aber vor allem bedeuten, dass man den Bestand reguliert. Denn, ich wiederhole mich, der Artenschutz endet nicht an der Wasseroberfläche.